Okay, es geht weiter. Und die Waschmaschine nervt wieder. Och, ich hasse die. Werden Sollstein und Regenbogenmuschel kombiniert, können unglaubliche Waffen und Objekte hergestellt werden. Aber nun hat nur der Guru des Lebens die Fähigkeit. Elementarmacht ist verboten. Ach, Pflanzen sind so friedlich. Ich wünschte, ich wäre auch eine. Okay. Tiefsteinwasser erfrischt und so. Okay. Okay, das haben wir ja schon längst erledigt, die Sache da. Und hier. Abgesehen von seiner Schwester ist sein einziger Freund diese dumme Katze. Wer stumm tobt in seinem Kopf? Ich weiß es nicht. Welcher Junge dauernd läuft einem Janus in letzter Zeit über den Weg? Er ist ruhelos. Janus. Königin Eifer hat zwei Erben, Schala und Janus. Schala ist ein unglaubliches Kind mit außergewöhnlichen magischen Kräften. Durch diese Begabung wird sie ihr Leben spielend meistern. Ja, Menschen mit Begabung haben es immer leichter. Wie kamen wir zu unseren Fähigkeiten? Und warum fehlen sie andere? Wen kümmert's? Ihr habt eine besondere Aura. Verfügt ihr auch über Magie? Oh, sie ist wohl primitiver als unsere, ihr Armen. Ihr Wichsers. Diejenigen ohne magischen Begabung haben immer unter den Wolken gelebt, also die Erdgeborenen. Pech für sie. Arrogante Bastarde, die sind voll arrogant hier. Dies ist die magische Stadt Kaya. Wir führen Experimente für die Königin durch. Du? Eure Kraft ist anders. Ein seltsamer Aura der Freundlichkeit umgibt euch. Ja, nicht so asoziale Aura wie bei euch. Okay, habe ich mit jenen geredet? Ich weiß nicht. Glaub schon. Dann gehen wir hier rein. Okay, wer seid ihr? Unsere Fortschritt kommt von einer neuen Energiequelle, deren Macht die der Elemente übersteigt. Du? Die Gurus des Lebens, der Zeit und der Vernunft leben hier. Sie sind wahre Meister. Die Gurus. Ein seltsamer Prophet kam in den Palast. Ich weiß nicht genau, aber er soll unheimliche Kräfte besitzen. Du? Ich arbeite an einer Tablette zur Verstärkung magischer Kräfte. Aber meine wertvollen Produkte verschwinden in letzter Zeit. War wohl eines von den Liebenstreiche. Was kann ich nur tun? Und du? Ups, das Ding ist kaputt. Dumm nicht, haha. Was bist du für ein... Also, bist du nur, oder? Hallo, redest du nicht mit mir, oder was? Bastard. Schalas Kräfte sollten in ihrer Mutter bei Weitem übersteigen. Dann gibt es noch ihren Stiefbruder Janus. Er ist vom königlichen Blut. Es ist aber keine Funken Magie. Oh, eine Runde mit euch. Oh. Wusstet ihr, dass ein Sollstein in der Sonne wieder aufgeladen werden kann? Aber es braucht Äonen, so dass wir diesen Glanz wohl nie wiedersehen werden. Ein Guru sagte mir einst, ein Sollstein könne die fast unerschöpfliche Energie unserer Sonne speichern. Würde er aber verbraucht, so verlöre. Gibt es das Wort verlöre? Er seinen Glanz und verwandelte sich in Mondstein. Okay, Mondstein. Wasser beschwert Wind und Wind lässt Feuer tanzen. Ja, das war die Reihenfolge, um diesen Ding da zu holen, also diese Attacke und Sinus. Sinusmus. Frutimus. Die Erdgebundenen dürfen beim Bau der Seepalast mithelfen. Sind also doch für etwas gut. Du Wichser! Der Seepalast liegt tief unten unter dem Ozean. Er ist ein Machtsymbol der Königin. Der Palast ist die Quelle des Lichts, welches Leben spendet. Königin Eifer, das in die Große. Du? Die Erbauung des Seepalastes verzögert sich. Ein ewiger Palast unter den Wellen. Ein großartiger Anblick, während er fertig ist. Okay. Tatsächlich, das große Luftschiff Düstervogel, das Balthasar gebaut hat. In der Luft sieht es fast lebendig aus. Balthasar ist wahrlich ein Genie. Der Balthasar. Okay, hier haben wir eigentlich dann alles auch erledigt. Du musst ja auch nicht mal hierher kommen. Och, da muss ich extra diesen Umweg hier machen. Okay. Und raus mit uns. Düstervogel, sehen uns das mal an. Düstervogel, din din din. Düstervogel. Hallo. Wer seid ihr denn? Alles klar mit den Düstervogeln? Alles klar, Sir Solter. Natürlich ist es das, du Idiot. Hey ihr, was macht ihr da? Aha, es ist also wahr. Der Prophet hat euer Kommen und den durch euch entstehenden Unfrieden vorausgesagt. Mal sehen, wie ihr diese Situation handhabt. Ich hätte nicht gedacht, dass es mir so leicht machen würde. Okay, du? Dass so etwas Riesiges überhaupt fliegen kann, nicht? Der Düstervogel ist ein Symbol für den Fortschritt unserer Kultur. Was seid ihr denn für Viecher? Seht aus wie Kreaturen der Nacht.
der Nacht. Okay, Dalton ist das. Dalton. Dalton Brüder von Lucky Luke. Yeah, Lucky Luke, Dalton Brüder. Die waren immer alle so behindert. Jeder von denen auf ihre eigene Weise. Und hier. Und dann wieder hoch. Aber überall sind Pflanzen und alles. Ekelhafte Kacke. Königlicher Palast. Okay. Dies ist der Palast der Königin. Herz des Königreiches des Eifers. Und damit das Herz des Universums. Okay. Ich weiß schon, wie ich die Aufstellung machen muss. Sie muss rein. Und Speicher. Und du, Nu, was machst du da? Würdest du mir den Rücken kratzen? Sicher, okay. Ah, danke. Oh, du hast sie. Puh. Puh, danke. Du kennst dich grad stille Danus. Was soll's mir bringen? Hallo? Würdest du mir den Rücken kratzen? Okay, ich mach einfach nochmal. Und du hast sie. Oh, oh, danke, puh, danke. Was soll es jetzt mir bringen, dass diese Weißbummer den Nu kratzt? Oh, welche seltsame Kleider. Ihr müsst Reisende von weit her sein. An der Tiefsteinquelle könnt ihr euch vom Wasser eurer Reise erholen. Okay, danke schön. Du, Besucher, mögt ihr pflanzen? Ja. Oh, ihr seid wie ich. Aber die Königin befahl mir, diesen Baum, den mir der Guru des Lebens gab, zu verbrennen. Er sagte, er sei ein magischer Baum mit der Kraft, unsere Umwelt zu retten. Was tue ich damit? Also, das ist für eine Sidequest, also heimlich pflanzen. Ihr habt recht, die Königin hat es zwar befohlen, aber der Guru des Lebens hat ihn mir gegeben. Ich werde ihn liebevoll pflegen. Eines Tages rettet er sicher die Umwelt. Ja, bei einer Zeitquest. Denn. Habe ich mit dir schon geredet? Der wandelnde Prophet ist erstaunlich. Alle seine Weissagungen sind wahr geworden. Als ob er die Zukunft erkennt. Der Prophet ist bestimmt. Warte mal. Auch Balthasar verschwand, nachdem er Düsterfolge und Seepalast konsolidiert hatte. Dass alle drei Gurus, die das Reich geführt haben, verschwunden sind. Es heißt, Kaspar, der Guru der Zeit, setzt seine Arbeit auf einer verlassenen Insel fort. Kaspar, er macht einen Chronotrigger oder ein Zeitei oder so. Wir mal. Warte nochmal. Es heißt Kaspar, der Guru der Zeit, setzt seine Arbeit auf einer verlassenen Insel fort. Er macht einen Chronotrigger oder ein Zeitei oder so. Wir haben ihn lange nicht gesehen. Okay, da gehe ich später rein. Ein Chronotrigger macht er, wie der Name sagt. Also, was sagst du? Unsere Energiequelle liegt im tiefen Meer. Nun, da man ihre genaue Lage gefunden hat, wird der Seepalast gebaut. Okay. Durch die königliche Halle kommt man in den noch unfertigen Seepalast. Ja. Okay, und ihr? Die Königin hat zwei Erben, Schala und Janus, die so gut miteinander auskommen. Wenn Janus nur ein wenig aufgeschlossener wäre anderen gegenüber. Okay, dieser Janus ist wohl ein Emo-Typ. Dein Amulett. Es ist wie Schalas, aber es leuchtet nicht. Ja, muss es leuchten? Frag die Königin oder die Gurus über die Marmormaschine und den Seepalast aus. Unter uns gesagt, ich glaube allerdings nicht, dass sie viel Zeit für euch haben wird. Okay. Wusstet ihr, dass Balthasar, der Guru der Vernunft, geheime Räume in Enhasa und Kaya angelegt hat? Ja, das habe ich schon herausgefunden. Der Mann ist neu hier, aber die Königin vertraut ihm, weil seine Weissagungen eintreffen. Er ist ein Wanderer und gehört weder zu uns Erleuchteten noch zu den Erdgewohnern. Er ist was Mächtigeres, was Großes. Und du? Dalton, der königliche Berater, kümmerte sich um den Seepalast, bis ihn ein wandernder Prophet abgelöst hat. Meidet ihn, er ist übel gelaunt. Nach der Fertigstellung des Seepalasts wird dieses Reich weg ewig. Und es wird weder Furcht noch Trauer geben, nur ewigen Frieden. Ach, so viel Text, verdammt. Du? Hier geht es zum Schlafzimmer. Okay. Die Königin muss viel Kummer und Schmerz gelitten haben. Doch ohne Schmerz kann kein Gewinn. Auch dieses Reich zeugt davon. Ach, wie seid ihr denn drauf? Und hier? Okay, die wollen mich hier nicht durchlassen. So. Okay, habe ich jetzt mit allen Leuten geredet? Anscheinend schon. Okay, dann gehen wir mal durch die Mitte durch und gucken. Wesen aus Träumen müssen sie zurückkehren. Laubers Macht kann Hoffnung und Träume wahr werden lassen. Ach, das ist doch behindert. Ich weiß gar nicht, wozu die da sind, weil wir den Weg sowieso überspringen können. Okay, ich gehe erstmal ins Schlafzimmer. Hier rein. Und was gibt's hier?
Schalas Amulett wurde aus denselben roten Stein gemacht wie die Mammonmaschine. Wenn sie singt, leuchtet die Amulett. Schala! Oh, du bist zurück, Janus. Stimmt etwas nicht? Der schwarze Wind. Du fühlst ihn also auch. Mach dir keine Sorgen. Jetzt nimm mir das. Was ist das? Es ist eine Art Amulett. Wenn etwas passieren sollte, wird es dich beschützen. Ich wünschte, ich könnte immer bei dir sein. Doch Mutter hat andere Pläne. Sie ist nicht unsere Mutter. Sie sieht so aus, aber innen hat sie sich verändert. Trotzdem kann ich nicht... Janus, es tut mir leid. Verzeihung, Hoheit. Okay. Die Königin verlangt euer sofortiges Erscheinen im Seepalast. Natürlich. Also Janus, ich mache mich auf den Weg. Oh, wer mit ihr sein? Freundin Schala, bitte beeilt euch. Kommt ihr zu spät, werde ich bestraft. Peitsch, peitsch. Oh ja, verzeiht bitte. Und sie wird ausgepeitscht. Geht weg. Das ist Zeitverschwendung. Alfador mag nur mich. Das ist Zeitverschwendung, Alfador. Ich dachte einfach, Alfredo steht da. Alfredo! Wo ist meine Pizza, Alfredo? Okay, wir müssen jetzt hier reden. Die Erde lebt und wandelt sich im Laufe der Äonen. Aus innen werden Gebirge und aus Gebirgen Ozeane. Man könnte den Weg finden. Das heißt, wenn man ganze Zeitalter im verbotenen Palast oder im Sonnendom ausharren würde. Du? Wie geht es zur Königshalle? Okay, da ist die Königin. Oder die Tochter der Königin. Okay. Okay, komm, sehen wir mal. Und so? Niemand darf eintreten, wenn die Königin sich im Seepalast aufhält. Dein Amulett, es sieht aus wie Schalas. Ich habe gehört, wenn Schala mit der Mammonmaschine spricht, beginnt ihr Amulett zu glühen. Um die Tür von außen zu öffnen, bedarf es eines Amuletts, das dem von Schala gleicht. Okay, wir müssen zur Mammonmaschine. Und ich denke mal, die Mammonmaschine ist hier in diesem Gebäude. Also hier links ist das bestimmt. Soll ich wetten? Und? Hier geht es um Mammonmaschine. Warte, erstmal sehen, leben alles, ob wir alles voll haben. Okay, wir haben alles, das ist gut. Und du, Frau? Die Aura des Propheten ist voll Schmerz und Hass. Er wird sich selbst zugrunde richten und die, die er liebt. Okay, der Prophet ist böse. Weiter nördlich ist die Halle der Mammonmaschine. Lavos unglaubliche Energie durchdringt sie. Du? Ihr möchtet die Mammonmaschine sehen? Ja! Dachte ich mir. Fühlt ihr Lavos mächtige Kraft? Gleich, werden wir mal sehen. Wenn die Mammonmaschine in den Seepalast gebracht wird, können wir Lavos noch mehr Energie entziehen. Das höchste Ziel ewigen Lebens ist nun in Reichweite. Oh, allmächtige Königin, unser Königreich des Eifers wird ewig blühen. Was zum Teufel ist das denn? Für das eklige Vieh. Nachdem die Mammonmaschine fertig war, verwandelte sich die Königin über Nacht. Unter uns gesagt, egal wer sich ihr entgegenstellt und nicht nur die Erdgebundenen verschwinden. Melchior, der die Pläne der Königin in Frage stellte, verschwand. Denkt ihr auch, was ich denke? Also der in Medina ist, oder was? Die drei Gus machten die Mammonmaschine aus dem roten Stein der Königsfamilie. Melchior, der viel über Lavos studierte, war mit den Plänen beauftragt, aber dann verschwand er. Zur Kontrolle der Mammonmaschine braucht es genügend starke Magie, um die Energie zu extrahieren. Du? Dies ist unsere Energiequelle. Die Mammonmaschine sammelt die unendliche Kraft des Lavos. Dieses Amulett, es ist wie Schalas. Wenn sie für die Mammonmaschine singt, leuchtet es, als ob sie vereint wäre. Okay, das Amulett benutzen wir auch mal. Und jetzt haben wir auch genügend Energie, um durch die Tür zu gehen, oder was? Glaub schon, oder? Save State? Also wie viele Minuten habe ich? 14 Minuten und das meiste davon ist Glaber. Heftig, heftig. Okay, jetzt müssen wir in die Mitte. Und so. Ach ja, gleich kommt dieser behinderte Bossfight. Scheiße, dieser behinderte Bossfight kommt bald. Man kann gegen den Boss gewinnen, man kann aber gegen den Boss verlieren, das ist nicht so schlimm, aber ich will gegen ihn gewinnen. Sogar so ein Kavenzmann von Tür beugt sich der Wissenschaft. Kein Zweifel, Malis Amulett besteht aus dem Guru-Stein. Der Guru-Stein. Ach, jetzt kommt der Bossfight. Wer seid ihr? Wie seid ihr hier reingekommen? Dieser Dalton hat nur ein Auge. Eure Majestät, die sind die Übeltäter, von denen ich euch gewarnt habe.
Also das ist der Prophet, der sie... Ey, das ist hundertprozentig, wie heißt er nochmal, Magus. Seine Haare kann man sofort erkennen. Wie könnt ihr es wagen, euch mir wiederzusetzen? Euch mir zu widersetzen. Ihr Fremde. Schlimmer als die Gurus. Arme Narren, Dalton, macht ihr das? Gerne, erlaubt mir. Golem. Okay, das ist der nächste Boss, gegen den wir kämpfen müssen. Ach du Scheiße, wie sieht der aus? Okay, wir müssen... Ja, er hat diese Eisenorb-Attacke da, die uns die Hälfte unserer Magie abzieht. Durchschnitt. Übertreibt nicht. Belebung, so. Ach, verdammte Kacke, wie soll man gegen diesen Bastard gewinnen? Ey, übertreibt doch gleich. Verdammt, ich habe angegriffen. Kopiervorgang, okay. Ey, willst du mich verarschen? Wie kann man... Belebung. Wie soll man gegen diesen Bastard gewinnen? Ich weiß es nicht, aber man kann... Hallo? Lapis. Wir nehmen mal Lapis und was passiert jetzt? Okay, ich habe verloren. Muah, habt keine Angst. Ihr werdet nicht sterben, zumindest nicht gleich. Zu gegebener Zeit werdet ihr uns auflehnen. Was? Auflehnen, euer Leiden zu beenden? Welch köstliche Ablenkung dies für uns sein wird. Du elender Wichser, wie kann man gegen diesen Wichser gewinnen? Okay. Idioten, was willst du tun, Schala? Wartet. Okay, es geht weiter. Boah, ich hab's gerade wieder versucht, gegen diesen Golem zu gewinnen, aber ich schaffe es nicht. Also, aber es gibt die Möglichkeit, gegen ihn zu gewinnen, aber ich schaffe es nicht. Ich weiß nicht. Es hat einer geschafft, mit gegen ihn zu gewinnen. Ich habe YouTube nachgeguckt, aber ich schaffe es nicht. Idioten, was willst du tun, Schala? Lass uns sie retten. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Wenn sie entkommen, bist du in Schwierigkeiten. Mach dir um mich keine Sorgen. Es könnte ihnen gelingen, die Gurus zu retten. Also ist es nicht schlimm, wenn wir gegen den Golem verlieren. Aber ich hätte gern gegen ihn gewonnen. Hätte man auch Erfahrungspunkte und so alles bekommen. Aber egal. Seid ihr in Ordnung? Schnell, flieht aus dem Palast. Und ein Add-on ist entschieden. Und wenn ihr könnt, rettet bitte Melchior. Er wurde zum Berg Voe geschickt, wo er sich der Königin widersetzt hat. Bitte, ihr müsst ihnen helfen. Ich fürchte, das kann ich nicht erlauben. Welcher Berg Voe? Wer bist du denn? Ach so, das ist Magus. Eure Einmischungen sind ermüdend. Ihr müsst verschwinden. Das dürft ihr nicht. Okay. Halt. Okay. Gut, ich verschone sie. Aber dafür werdet ihr kooperieren, Schala. Nun zeigt mir, wie ihr hierher gekommen seid. Okay, aber ich hätte gern gegen diesen verdammten Golem gewonnen, aber der hat mich jedes Mal umgebracht. So seid ihr also hergekommen. Und was wird sie jetzt machen? Wird sie mit uns kommen, oder wie? Nun, Schala, nachdem ich sie hineingeworfen habe, versiegelt ihr das Portal. Nein! Ihr könnt mich nicht dazu zwingen. Gehorcht, oder die Eindringlinge sterben. Also gut. Okay. Guckt euch mal Krono an, die Pose, was er gerade gemacht hat. Er kam gerade aus Gefangenschaft und postet ein bisschen noch. Dummer Krono, dummer Krono. Pfui. Komm ich nicht mehr raus, oder wie? Bitte vergib mir. Okay. Wo lande ich jetzt? Ich weiß es nicht. Okay, ich bin wieder da, wo ich hergekommen bin. Dins! Der Prophet hätte uns auch einfach um die Ecke bringen können. Der Schlüssel zum Sieg über Lavos ist diese Ära. Das Emblem auf diesen versiegelten Türen. Haben wir das nicht schon mal gesehen? Ah, jetzt erinnern Sie sich. In 2003 gab es ja das. 2300 meine ich.
Nee, 2003. Okay. Hier ist ein seltsames Emblem eingraviert. Es ist durch unbekannte Kräfte versiegelt. Okay, da können wir rein. Und? Vielleicht kommen wir doch zurück. Volldampf, Chrono. Okay, ich muss jetzt wieder zu meinem Portal, oder wie? So. Ich weiß, wo ich hingehen muss. Also jetzt ab sofort können wir jetzt alle Truhen öffnen, die wir davor hatten. Warte, hier war nichts. Da im Haus war auch nichts, glaube ich. Warte, im Haus war nichts. Warte, im Haus? Wenn ich mich recht erinnere. Warte, gab's da was? Nein, gab es nicht. Wenn doch, hätte ich das längst gemerkt. Okay, dann muss ich hier durch. Ach, falsche Tür. Und hier. Also wir müssen ja rausgehen. Ach komm, hör auf. Hä, wo sind die ganzen Dinos? In der Mitte sollten eigentlich Dinos sein, aber die sind irgendwie weg. Verdammte Kacke. Heilstrahlen. Heile dich. Verdammte Kacke, ich hab vergessen, dass ich mich heilen muss. Oh, scheiße. Okay, jetzt. Okay, kann ich eigentlich sterben? Ich weiß nicht. Okay, du bist tot. Du bist auch tot, hoffe ich jetzt mal. Nein, du lebst noch. Scheiße, ich muss die Beine gleich wieder erwirken. Verdammt, ich hab total vergessen, dass ich noch. Oh, scheiße. Okay. Ich bin jetzt über die Hälfte des Spiels schon durch. Und es gibt bisher keine Sidequest oder wie. Außer ich muss zu 2003. Das alles. Wieso komme ich auf 2003? 2300 meine ich. So. Und gib ihm auch eine Box in die Fresse. Und so. Mit 10. Und noch eine Fresse. Ganz, ganz gut. Ganz, ganz gut. 192, 8 Tech-Punkte. Okay. Jetzt muss ich die mal kurz heilen. Heilstrahl. So. So, dankeschön. Safe State zur Sicherheit. Immer doch. Und jetzt raus mit uns. Und kurz gucken, wo die ganzen Truhen sind, die wir jetzt noch alle öffnen können. Aber erst müssen wir zu 1000. Ja, wir müssen springen. Und so. Okay, jetzt können wir alle Schatztruhen holen, die wir bisher gefunden haben. Die dunkel, also. Hä, waren da nicht davor mehr? Okay, wo geht's da lang? Zu Linas Platz. Nee, da nicht. Da, warte, hier geht's zu Friedensschlucht. Da gibt's auch ein paar Truhen. Hier geht's nach Medina, okay. Hier ist Leia, ey. Ayla. Hier fehlt Genen. Nein. Ayla wählen Chrono. Din, 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 din. Okay, dann gehen wir einfach mal nach. Nicht nach Friedensschlucht, Medina. Da gab's ja auch noch. Okay, komm. Wir müssen uns da ein paar Schatztruhen holen. Warte, wo gab es denn welche? Nicht in der Höhle, das weiß ich. Hier gab es nicht. Okay. Wir sehen uns mal kurz hier rum. Okay, jetzt kommt die traurige Musik wieder. Wir können ja auch gleich auch ein bisschen mit Melchior reden, was er zu tun hat da. Melchior-Hütte. Und du? Diese Waffe stellt beträchtliche Macht dar. Eure Handlungen können entweder leben oder zerstören oder es retten. Führt das Schwert mit dem Bewusstsein des Konsequenzen. Möchtet ihr etwas kaufen? Ja. Okay, du hast nur Schrott bei dir. Alles nur Schrott. Okay, hier ist nichts. Eine Komplettlösung stand irgendwie in Medina, muss man erst hingehen, weil hier gibt es ein paar Truhen, die man in der Vergangenheit nicht holen soll. Okay, dann. Medina-Stube. Sehen uns mal das hier an. Hier gibt es keine Truhen, okay. Aber hier gab es doch Truhen. Ich kann mich doch an welche erinnern. Hier gab es Wohnhaus. Okay, da komme ich raus. Und hier, Ältestenhaus. Speichern. Das ist ja Ötzi-Bötzi. Sie fällt immer noch Ötzis Statue auf den Dorfplatz. Ötzi-Statue? Ich dachte Margo-Statue. Okay, hier ist nichts.
Hat der Ötzi-Statue? Kommandiert uns wegen dem Ruhm und seines Vorfahren herum. Ich dachte, Markus habe ich schon längst erledigt. Okay. Kann ich irgendwo hier rein? Oder so? Oder so? Okay, da gehe ich einfach da rein. Zu Waldruinen. Hier muss auch irgendwas geben, oder nicht? Hä, hier gibt's... Was? Dieses Leuchten. Was macht das jetzt? Ich wusste gar nicht, dass es das kommt. Echt nicht jetzt, Leute. Ich weiß... Ich nicht. Was kommt denn jetzt? Okay. Okay, nur erscheint er. Das Siegel wurde gebrochen. Ich gebe euch den Schatz des Gurus der Vernunft. Rechts ist eine Waffe, die eure Kraft erhöht. Links ist eine schützende Rüstung, die euer Leben retten kann. Wählt, was ihr immer ihr möchtet und nehmt es. Was? 13.000 Jahre war eine lange Zeit, Balthasar. Ich brauche euch in Kürze. Okay. Was kommt jetzt? Ein Schlucker halten, okay. Ein Schlucker, was? What the fuck? Was war das andere? Sehen uns das an. Und was kriegen wir da? Panzerhelm, okay, das ist so ein spektakulärer Name. Okay, ich nehme die Waffe. Die Waffe sieht für mich irgendwie besser aus. Den Schlucker nehme ich. Schlucker halten. Ey, danke schön. Die rüste ich doch gleich mal aus bei ihm hier. Schlucker, danke schön. Danke, danke schön. Okay, das haben wir jetzt erledigt. Ich glaube, das waren die einzigen Truhen hier. Die hier gab's. Und gehen wir auf den Melina-Platz. Die beten noch immer noch. Ey, die Statue hat sich echt geändert. Unser größter Ort ist die Ossi der Große, er bringt uns ewige Freude. Huts, Herr Ossi. Tut. Wie, Ossi ist jetzt Boss geworden? Wollt ihr mich verarschen oder was? Warte, hat er die Kontrolle über Margus Skripte genommen? Warte, er hat die Kontrolle jetzt übernommen oder wie? Okay. Okay, weiter geht's. Ich wurde wieder gestört. Ich musste schnell wieder beenden. Okay. Safe State zur Sicherheit. Warte, wo geht's da lang? Lenas Platz. Ich gehe da zu Lenas Platz und suche uns mal die Truhen. Aber bei 600 gab's auch Truhen, das weiß ich noch. Aber wo gab's noch mal zu viel? Warte, wo gab's noch Truhen? Wo gab's dann Truhen? Warte, ich habe eine Idee. Was passiert, wann... Ich habe eine Idee. Ich hole mal Eila in meine Gruppe, weil ich habe dann eine geile Idee, was passiert. Weil rechts gibt's doch diese komische Ecke, wo man irgendwie tanzen muss oder so. Vielleicht passiert dann was. Sehen wir uns das mal an. Und? Uhrzeitrhythmus. Ein prähistorischer Tanz, wie bezaubernd. Und ihr? Mitreißen nicht? Okay. Ich dachte, die tanzt jetzt so irgendwie mit, aber nein, okay. Wenn sie nicht will, ist deren Sache. Oh ja, ist deren Sache. Warte, links ist nichts gewesen. Okay, hier gab es dann auch nichts mehr so viel zu tun. Wir gehen einfach mal durch. Wohnhaus. Gab es hier was? Nein? Okay. Gab es bei mir zu Hause was? Meine Puppe. Und die Mama und die Muschi. Mama, wie geht's dir? Gute Güte, Luca, hast du das etwa erfunden? Grüß Gott, ich bin Robo. Kronos, mein Freund. Nein, wir höflich. Seltsam, doch gut in Benin. Kronos, du könntest noch was lernen. Jetzt kommt die... Jesus, wer bist du denn? Ich, Eila. Eila, eine junge Dame sollte sich anders anziehen, Liebe. Aber Eila mag. Sag ja, meine Dame. Kronos stark. Kronos Mutter auch. Jesus. Friedensstube. Ach, da oben gab es eine Truhe. Da ist sie ja. Die Kiste seit Generationen der Familie. Öffnet sie und ihre Inhalt gehört. Okay, jetzt Blauweste halten.
Blauweste halten, okay. Blauweste, was kann Blauweste? Dunkelrüstung, Blauweste. Blockt 50% von Wasserangriffen. Hm, sie klingt doch gut. Aber zieh ich noch nicht an, weil ich suche mir erstmal die anderen Truhen raus. Lass mich durch, danke. Okay, wo gab's noch? Gutsherhaus? Warte, hier oben gab's doch irgendwo eins. Oder nicht? Nein, das habe ich mir nur eingebildet. Aber Einbildung ist auch eine Bildung, ja. Und hier ist der Laden. Hier war das Wohnhaus. Hier gab es nichts mehr. Speichern. Wartet.